Liebe Freunde der großen Kleinbahn, ich hoffe, ihr seid jetzt fürchterlich enttäuscht, dass jetzt statt eines Videos, was ihr so am Freitagabend von mir gewohnt seid, etwas kommt, was jetzt eher so wie das Mittwochsvideo aussieht. Das liegt ganz einfach daran, dass ich das verschlafen habe. Dass ich zum einen das verschlafen habe, am Mittwoch hochzuladen. Also überhaupt irgendwas am Mittwoch zu machen und hochzuladen. Und zum anderen, dass ich die Woche auch ein bisschen hinterherhänge, was so die englischen Videos angeht. Ich habe aber noch ein bisschen was auf Lager. Und ihr müsst jetzt noch ausnahmsweise mal bis Sonntag warten. Sonntagabend kommt dann das Video, was eigentlich für heute vorgesehen war. Ja, ansonsten, ich weiß jetzt nicht aus dem Hut, wie viele Abonnenten ich jetzt im Moment habe. Es waren 1700 und irgendwas mit Tendenz zur 1800. Egal, ob ich das jetzt erreicht habe oder nicht, es ist an der Zeit, mal wieder sich bei euch zu bedanken, dass ihr so fleißig abonniert habt. Diejenigen, die noch nicht abonniert haben, die können das, wenn sie wollen, noch nachholen. Es ist ja letztendlich, geht es ja darum, indem man abonniert und am besten dann noch die Glocke drückt, dass man dann regelmäßig daran erinnert wird, wenn auf meinem Kanal ein Video hochgeladen wird. Ansonsten ist ja, haben wir inzwischen Mai. Der Mai wird ein bisschen ein hektischer Monat, weil jetzt drei Termine hintereinander liegen. Der erste hat nichts mit Eisenbahn zu tun, betrifft die Museen der Stadt Leipzig und ja, Museumsnacht, und ich muss arbeiten und kann leider nicht zum MOPA-Freunde-Treffen nach Braunschweig fahren, was ich sehr, sehr bedauere, aber ja, wie das eben so ist, als Teil der arbeitenden Bevölkerung. Ja, das ist diese Woche. Also wer Lust und Laune hat und in der Nähe wohnt und sowieso mal Museumsnacht sich mal angucken wollte, ich weiß es nicht, aber ich vermute mal, dass auch das Eisenbahnmuseum da in Plagwitz mit dabei ist, da kann natürlich dort mal vorbeigucken. Ich weiß nicht, ob die Feldbahn beteiligt ist. Ich arbeite im Naturkundemuseum und freue mich natürlich auch, wenn der eine oder andere von euch da vorbeikommt und ja, uns dann mal besucht. Auch wenn bei uns meistens am Museumsnacht das große Chaos herrscht, weil wir ja ein bisschen limitiert sind. Wir dürfen nur 50 Leute ins Haus lassen und das auch nicht auf die Etagen. Also es gibt da so Programme, wo ein bisschen was vorgestellt wird und eine Sonderausstellung und mich. Ja, ich erzähle was über Ameisenbläulinge. Ja. Nächste Woche ist MOPA Freak Treffen in Hamburg. Ich hoffe, dass ich da ein bisschen was im Miniaturwunderland filmen kann und dass ich dann ja, euch die eine oder andere Sequenz dann dort präsentiere. Gut, das ist Miniaturwunderland, ist so oft abgefilmt. Da ist es jetzt wahrscheinlich nicht so wichtig, wenn ich da immer anfange mit Filmen. Aber es ist ja ein Abschnitt eröffnet worden. Also, wobei ich sagen muss, als ich das letzte Mal dort war, da war Italien noch im Bau. Da ist ja inzwischen doch recht viel passiert. Und schauen wir mal. Ja, und in drei Wochen gibt es dann wieder was, was man auf meinem Kanal so ein bisschen als Video gewohnt ist. Es gibt ein Fremo-Treffen. Es gibt das
bisher größte Epoche 2 Fremo-Treffen in Kloppenburg. Also, wer von euch im Norden wohnt, da, ihr wisst ja wahrscheinlich die Diskussion, die es hier mal gab, also mit den Besuchern. Ich habe keine Ahnung, wie das in Kloppenburg läuft. Ich gehe aber mal davon aus, dass ich so meine zwei Slots so durchkriege. Ja, wie sonst auch. Also, wer Interesse hat, da sich das mal anzugucken. Bevorzugt natürlich Leute, die in der Nähe wohnen. Bevorzugt Leute, die... ja, es ist keine Ausstellung. Ne? Also jetzt nicht mit der großen Familie kommen. Weil es sind ja zwei Slots, die sind eigentlich für zwei Personen, nicht je zwei Personen, sondern für zwei Personen. Es ist wie gesagt keine Ausstellung, es ist eine private Veranstaltung, wo also Modellbahner unter sich da gerne fahren wollen. Und wen das interessiert und wer vielleicht auch mit den Gedanken spielt, auch mal Module bauen zu wollen oder gar, was weiß ich, dem Fremo-Gedanken jetzt, sagen wir mal, nicht so ganz weit weg ist und sich das gerne mal vor Ort angucken will, dem werden wir das sicher nicht verwehren. Ja, also meldet euch bei mir, meldet mir unter dem Video. Besser ist natürlich, mir eine E-Mail zu schreiben. Da müsst ihr einfach mal auf den Kanal klicken und die Kanalbeschreibung und da werden sie geholfen. Ja, das kennen wir noch. Aber ja, wenn jetzt also irgendwelche Fremo-Leute das gucken, die haben dann immer Angst, da kommen dann 100 Leute jetzt, weil ich hier, was weiß ich, 1700 irgendwas Abonnenten habe. Das ist bisher noch nie passiert. Das waren immer einzelne. Und war bisher auch nie ein Problem. Also von der Anzahl her. Trotzdem meldet euch und dann nehmen wir Kontakt auf. Es ist nicht mehr so viel Zeit. Na, und schauen wir mal, was geht. Ja, videotechnisch auf dem Kanal. Ich habe jetzt, wenn ich jetzt nicht schon das Pulver verschossen habe, das weiß ich jetzt gar nicht, auf welchem Stand ich bin. Also auf jeden Fall haben wir noch zweimal, also zwei Folgen Betrieb, Modellbahnbetrieb, bei einem Betriebskonzept gesagt, das ist nicht so ganz richtig. Also Modellbahnbetrieb habe ich noch zwei Videos. Ich war auf Epoche 4 Fremo-Treffen, also Epoche 4 DR. Da gibt es auch Videomaterial, das habe ich aber nicht zurechtgeschnitten. Ich weiß nicht, wann ich dazu komme. Ich hoffe, dass ich das nächste Woche in der Reihe kriege, also für nächste Woche. Aber es kann doch sein, dass da mal eine Pause gibt, weil wie gesagt, im Moment ist eben sehr viel zu tun in Vorbereitung auf das Fremo-Treffen in Kloppenburg. Da kann es sein, dass ich nicht so richtig zum Video machen komme und dass es so ein bisschen eine Lücke gibt. Ja. Die Lücke wird es wahrscheinlich sowieso geben. Wir haben, der Sommer steht vor der Tür und ja, da sinkt also ein bisschen das Interesse. Ja. Und es gibt auch kaum noch irgendwelche Veranstaltungen, von denen ich berichten kann. Die beiden Projekte, die wir angefangen haben, also einmal Projekt Hirschberg und zum zweiten Projekt Possendorf. Also bei Possendorf ist im Moment so leider so kleine Arbeiten, wo es sich nicht lohnt, da das Handy anzumachen. Ich muss dann mal so ein bisschen so eine Zusammenfassung machen, was seit dem letzten Video zu dem Thema rennt doch glatt ein Hund auf der Straße und ein großer Hund. Was zu dem Thema ich bin durcheinander. war ein Riesenschnauzer, der hätte das Alter nicht gut ausgesehen, wenn ich da reingefahren wäre. Ist ja auch nicht von einem Riesenschnauzer.
wäre es so schön, wenn er vom Auto angefahren wird. Gut, aber ich war sowieso langsam, da ist das kein Problem. So, wo waren wir stehen geblieben? Achso, Projekt Possendorf. Ja, da, ich muss da mal zusammenfassen. Das letzte Video war das Einschottern. Und wie gesagt, sind eben ein Haufen kleiner Arbeiten, die inzwischen passiert sind. Die Weichen haben ihre Herzstücken gekriegt und dann muss ich auch das Wort der Modellmann-Kollege gemacht. Dann bin ich nicht dabei gewesen und logischerweise auch nicht gefilmt. Ja, Projekt Hirschberg muss auch weitergehen, weil es eventuell Hirschberg im Herbst gebracht wird mit Oberleitung, bevor die Oberleitung draufkommt und auch an dem Digitalsystem noch intensiv was gemacht wird, muss es grün werden. Also es muss die Landschaftsgestaltung, zumindest das Begrasen, muss beendet werden. Da, wenn wir dann noch ein paar Bäumchen und ein bisschen später pflanzen, das kriegt man dann auch noch hin. Aber wir haben so ein bisschen Sorge, dass bei der Begrasung so diverse Digitalkomponenten da den Abflug machen. Also das geistert immer mal so. Weiß nicht, ob irgendjemand von euch mal so eine Erfahrung gemacht hat. Also das wird immer so gemunkelt, dass das passieren kann. Wir haben auch im Digitalsystem Ausfälle, die eventuell da herrühren können, aber das weiß man natürlich nicht genau, weil das Digitalsystem von Anfang bis Ende immer irgendwo gesponnen hat und jetzt spinnt es ein bisschen stärker. Ja, ist schwierig. Es wird für Projekt Hirschberg, was ja auf meinem Kanal schon ein bisschen weiter zurückliegt, wird es auf jeden Fall noch weitere Teile geben. Wenn ich da was mache, natürlich irgendwas mit Begrasen und Landschaftsgestaltung. Und ich weiß gar nicht, ob das Busch, wir haben ja auch Büsche gebaut, ob das schon auf dem Kanal war oder ob ich das noch nicht geschnitten habe, weil wir das noch ein bisschen ausbauen wollten. Und das will, da muss ich selber noch mal gucken. Also, das ist, wenn man hier jede Woche ein Video rausbringt, man verliert dann irgendwann mal einen Überblick, was man alles schon gesendet oder hochgeladen hat und was ihr alles schon gesehen habt und was nicht. Ich weiß es einfach nicht mehr. Also ich muss das selber nochmal nachgucken. Ja, gut. Ja, es gibt dann auch im Oktober gibt es dann nochmal. Ja, ich will jetzt nicht sagen Stress, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja, also da sind auch drei Termine hintereinander, genau wie jetzt im Mai. Oder vier. Also auf jeden Fall ist die Messe in Leipzig, die Modell und Hobby. Da weiß ich nicht, wer da von euch Lust und Laune hat. Vielleicht trifft man sich sogar auf der Messe. Also das letzte Mal habe ich jemanden spontan getroffen. Und müssen wir mal schauen, was man da zustande. Ach nee, halt, ich habe hier meine Modellbahn-Freaks habe ich ja auch getroffen. Aber das war nur kurz, weil ich noch jemanden dabei hatte und der die nicht kannte. Und deshalb habe ich da mal kurz gegrüßt und bin dann weitergelaufen. Und ja, weiß ich nicht, ob man das jetzt da ein bisschen anders machen kann. Ja, dann habe ich Ausstellung in Brno. Das ist dann die zweite Oktoberwoche. Die dritte Oktoberwoche ist Fremo-Treffen in Magdeburg. Und da ist ja, da ist auch wieder die Frage, ne, wie viel. Also, ich habe wieder zwei Slots, einer ist schon vergeben. Hallo, Frau vom Erntekopf. Die wohnt ja in Magdeburg, also ist das naheliegend. Nachdem das schon so oft nicht geklappt hat. Aber da klappt es bestimmt. Und
Ja, die Woche drauf ist dann eine, naja, das ist noch nicht so richtig raus, was das wird. Also mindestens 2 Tage Ausstellung in Zeuthen bei Berlin. Da lade ich euch alle ein, da gibt es keine Limitierung. Aber da ist noch nicht so richtig raus, was dort überhaupt passiert. Also auf jeden Fall wird es was zu sehen geben. Aber es ist jetzt die Frage, was es jetzt von uns zu sehen gibt. Na, also was wir da noch zu heute mitnehmen, das ist noch völlig ungeklärt. Ja, und dann gibt es auch schon das erste für 2024. Da kann ich aber, weil da bin ich bloß mit. Na? Da muss natürlich der Betreffende, der das organisiert, da muss natürlich das erstmal auf seinem Kanal veröffentlichen, ehe ich hier irgendwas erzählen kann davon. Ich sage nur so viel, es ist eine Ausstellung. Es ist eine Ausstellung im Ausland. Ne? Und ich darf mit anderen 5 Personen da teilnehmen. Und da gibt es sicher dann auch wieder ein Video. Also das wird ein ganz besonderes Highlight. Und ja, schauen wir mal. Also müssen wir, bis der Kollege das veröffentlicht hat, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, ehe man da ein bisschen was noch erzählen kann. Ne? Ich kann es da leider jetzt nicht spoilern. Ja, so, ich bin angekommen zu Hause. Das heißt, das ist das Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Am Sonntag gibt es dann das eigentliche Video. Na, ihr seht, ja, gibt es ja diverse Einschränkungen. Gibt es das eigentliche Video. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht was draus. Denkt hier, denkt dran. Daumen hoch, abonnieren, das ganze Zeug. Ne? Und so weiter und so fort. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.